Ei, gute Wie, es ist wieder Satisfactory-Zeit. Und ja, die Katze wollte ein bisschen schmusen. Da dachte ich mir, okay, damit die Zeit nicht ganz umsonst ist, stellst dich an die Werkbank und lässt ein paar Schrauben klöppeln. Das heißt, wir haben einen kleinen Schraubenvorrat jetzt. So, nehmen wir uns mal noch ein bisschen Eisenplatten mit. Lass uns mal gucken, wie viel sind im oberen Container. Der ist schon fast komplett voll. Ist das krass. So, und ja, zumindest den hier wieder voll. Mehr geht gerade im Moment nicht. Dann können wir ein paar von den Schrauben hier oben reinpacken, dass mal wieder verstärkte Eisenplatten hergestellt werden. So, erstmal da alles rein. Und ja, von denen hier die Hälfte. Das ist so blöd. Was haben wir denn? Wir haben 6 Stück, also 1, 2, 3. Der ist zwar nicht ganz voll, aber der ist gleich voll. Da gucken wir mal. Hier konnte ja auch schon wieder hergestellt werden. Ja, nehmen wir auch noch alles. Nehmen noch mal ein bisschen Stangen mit und gucken mal. Die haben bestimmt auch schon wieder was für uns. Oh, Stahl! Und einen Nuklear-Nobelisk. Okay. Wahnsinn. Also wir müssten uns, glaube ich, wirklich mal noch so ein paar Dogos suchen. Hier Impuls-Nobelisk haben wir auch schon bekommen. Und ich packe auch gerade erstmal die Kühlsysteme hier rein. Da gucken wir später mal, inwieweit wir die wo vielleicht noch einsetzen, gebrauchen könnten. Wie sieht's hier aus? Oh, sehr gut. Also in der MAM kriegen wir schon mal so weit alles wieder hin, was wir machen wollten. Und wir brauchen ja dann hier die 50 noch für den Meilenstein. So, wie sieht's hier mit Stangen aus? Ja, da können wir wieder nachgeben. Sehr schön. Ich glaube, das könnte ich zwischendurch tatsächlich ab und zu mal machen, zwischen den Folgen, solange wir hier noch so viele Schrauben brauchen, dass ich das da einfach mal so ein bisschen durchrattern lasse. So. Jetzt hatten wir hier, war das hier? Nee. Energieschnecken? Nee. Nährstoffe? Nee, nee, nee. Der da, den wollten wir machen. Einen Handausrüstungsplatz. Ja. Hör damit. Und hier brauchen wir... Ah ne, das waren Stahlrohre. Das waren Stahlrohre. Die haben wir noch nicht. Das könnten wir theoretisch, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen Turbodraht abholen, könnten wir das hier auch schon machen. Ah, wir müssen die Waffe noch herstellen. Und hier, genau, den wollte ich erforschen. Der intelligente Splitter, der war noch wichtig. Und ja, damit hier unten auch schon mal ein Teil wieder weiter freigeschaltet. Da gibt es später auch noch den programmierbaren Splitter. Der kann ein bisschen mehr machen. Beim intelligenten Splitter ist es so, man hat ja einen Eingang, drei Ausgänge. Und du kannst für jeden Ausgang ein Kriterium festlegen. Was soll denn da? Soll nur ein bestimmtes, soll nur Überschuss dorthin und so weiter. Und beim Programmierbaren kannst du sogar mehrere Sachen pro Richtung sagen. Das ist so der große, große Unterschied bei der ganzen Geschichte. So, wir machen das und wir wollen dann natürlich noch ein bisschen Munition. Die ist nur aus Dings, okay. So, für die Munition ein paar Stängel mitnehmen. Und hier die Schrauben, genau richtig. So, einmal Amir-Pistole.
Und dann noch ein bisschen Munition. Gehen wir mal. Stack Size sind da 100. Wenn ich mich recht erinnere. Deswegen würde ich sagen, wir nehmen mal 100 mit. 100 Schuss dabei. Das ist doch gut. Mehr brauchen wir erstmal nicht. So. Und ja, wir haben einen Handslot hier noch dazu bekommen. Da können wir die dann zum Beispiel schon schön drauf. Und auf dem Rücken können wir die den Fallschirm tragen. Jetzt warte mal, hatte ich nicht auch schon... Das Exo, ja klar, das haben wir doch auch schon freigeschaltet. Da fehlen 3 modulare Rahmen. 3 Stück. Das ist kein Problem, die machen wir uns schnell. Das haben wir doch auch noch, dann haben wir was an den Füßen. So, Exoskelett herstellen. Und ja, wenn wir jetzt vorher gehüpft sind, da sind wir so hoch gehüpft. Ziehen wir das an. Hüpfen wir ein bisschen höher. Es ist gar nicht so krass viel, aber der kleine feine Unterschied bei der Geschichte. Wir machen uns mal hier ein Fundament, 4 Meter hin. Ohne... Kommen wir da nicht drauf gehüpft. Mit kommen wir gerade so, aber kommen wir hier hoch. Ja, also das ist der feine Unterschied. Außerdem natürlich, wenn wir von etwas höher runterfallen, wir können ein bisschen Aufprall damit absorbieren. Also klar, wenn wir von ganz oben fallen, werden wir trotzdem Schaden nehmen. Aber wir können so ein klein bisschen absorbieren. Und auch hier, wir können damit schneller laufen und ja jetzt auch anders hüpfen, besser hüpfen. Und ja, da können wir uns nochmal ein bisschen schneller fortbewegen. So, dann gehen wir mal zur Waffe. Erstmal wird angeguckt, oha, was ist denn das? Das ist ja ganz toll, oh ja, klasse. Laden die nach. Und dann gucken wir mal. Ja, so wie er reagiert, habe ich ihn getroffen. Wir müssen auf die Entfernung schon ein bisschen drüber halten. Guck mal an. Der konnte uns nichts mehr tun. Bis der da war, hat er zu viel eingesteckt. So, das können wir ja mal für den Schredder gerade noch mitnehmen. Machen wir einen kleinen Rundgang. Da haben wir eine Snackity-Snack. Wird die nicht bewacht? Ist hier nichts, was dich bewacht? Dann gehörst du mir. So, hier haben wir auch nochmal eine Eisenquelle. Hier oben war eine Kalksteinquelle. Da haben wir nochmal Schwefel, ein Schwefelklümpchen. Ach, Fallschirm. Ich muss mich dran gewöhnen, jetzt wieder anders zu hüpfen. Und da haben wir Quarz, Quarz, Quarz brauchen wir auch. Nicht viel, aber das haben wir. Hier haben wir Kohle. Das merken wir uns auch für später. Die ist durchaus wichtig. Dort jetzt hier da. Schwefel. Schwefel brauche ich doch auch noch.
Sehr schön, sehr schön. Dann können wir ein bisschen weiter hier in der MAM forschen. Da haben wir auch noch mal ein bisschen Quarz. Weiterklopfen. So. Nice. Nüffe. Da oben habe ich es Sneggy gesehen. Bist du auch nicht bewacht? Das sind ja ganz neue Sitten. Sonst waren die immer bewacht wie noch was. Gut, sind auch nur die blauen. Den auch noch mal mit. Wir brauchen zwar Kupfererz. Ja, wenn wir mal brauchen für Kupferbleche oder so, dann holen wir aus dem mobilen Miner die raus. Da haben wir noch mal Schwefel. Very nice. Schwefel. So. Ich wundere jetzt echt, dass hier jetzt... Ah, doch. Hier ist irgendwo was. Da. Au! Bist du ein großer? So viel wieder einsteckt, ja. Jetzt. Gut. Das war schon ein großer. Uiuiui, die sind gefährlich. Halbe Energie oder halbe Energie, halbe Lebensleiste runter. Aber wir haben es überlebt. Geht so ein bisschen unterirdisch lang. Das ist neu. Das kenne ich so noch nicht. Den Gang gab es so vorher doch noch nicht. Oh, aber der ist echt super. Da kommen wir hier unten an die Küste. Hier werde ich später Strom herstellen. Mega, mega, mega. Können wir schon? Nee, Kohle kann ich noch nicht scannen. Sonst hätte ich mal geguckt, ob die Kohle noch da ist, wo ich sie erwarte. Das Kalkstein, der kann mal stehen bleiben. Aber hier, Quarz nehmen wir noch mit. Lassen wir erstmal gerade stehen. So. Hier hinten. Hier waren doch immer. Ah, da unten ist auch nochmal Spuckerli. Ah, jetzt weiterlaufen sollen. Da, ich habe schön in deinen Lauf rein gezielt und dann bleibst du stehen. Was haben wir hier oben? Hier haben wir nochmal Katerium. Ja, brauchen wir zwar so jetzt nicht mehr. Das haben wir ja automatisiert oder halbautomatisiert. Aber mitnehmen tun wir es trotzdem. Der Schredder freut sich. Der hat nämlich immer Hunger. So, da haben wir hier mit die blöden Fliegen. So, aber der Spawner unten drunter, der ist schon mal weg. So, die kommen auf Angriff. Einer hat mich erwischt, die anderen zwei konnte ich killen. Auch nicht schlecht. So, dann können wir das auch forschen. Dann fehlt uns im Prinzip von den Überresten der Tiere eigentlich nur noch eine Spinne.
gelbes Miggy. Und wie wär's, wenn wir nachladen? Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Hier unten, hier in der Ecke, werde ich dann, hier werde ich irgendwo meinen Strom hinbauen. Den müssen wir nur vorher noch freischalten. Aber hatte ich ja schon gesagt, dass jetzt hier in nach Abschluss der Phase 1 eben in der Hub in Stufe 3, dass da was drin ist. Und ja, da hinten sind die Quellen, die ich dazu haben will. Also die sind noch da. Ich müsste nur noch überprüfen, ob die noch dieselbe Qualität dann vielleicht haben. Getroffen. Ist doch nicht. Der hat getroffen. Okay. Der ist schon mal hinüber. Das ist sehr gut. So, jetzt wollte ich hier mal noch kurz gucken. Hier war doch... Ah, hier war nochmal Schwefel. Ich hatte was Helles gesehen, aber nicht, was es ist. Aber Schwefel ist ja genau perfekt. Mal Giftgas. So, da haben wir die wieder. Ja. Er ist nicht schnell genug mit dem Hauen, dass man die alle drei erwischt. Ja, das ist so ein bisschen Übungssache, wie hoch man da wirklich drüber halten muss, um zu treffen, auf welche Entfernung. So, und wir waren jetzt so weit weg, dass die Fliegen uns sogar noch nicht mal entdeckt haben. Und hier dann auch ein kleiner Tipp, wenn ihr euch mit denen nicht anlegen wollt, dann wartet einfach einen Moment. Die spawnen auch von alleine dann wieder. Ist jetzt natürlich relativ langweilig, aber wenn ich mich hier hinstelle, könnte ich ja versuchen. Und ich hab's getroffen, sonst wäre es nicht aufgegangen. Zack, haben wir das auch. Und dann können wir uns die Quellen da nämlich mal genauer angucken. Aber man sieht, es dauert eine Weile, bis die despawnen. Das heißt, die auf der rechten Seite, mit denen werden wir uns anlegen. Die hier links. Da, wupp, 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 sind sie weg. Da hat man es gesehen. Also ich erzähle euch keinen Blödsinn. Die spawnen wirklich. Aber es dauert halt. Hey, das ist der unser Nest kaputt macht. Auf, wir werden ihn angreifen. Information! Oh nein, er läuft rückwärts weg. Lass uns den Turbo zünden, wir fliegen hinterher. Oh, ihr habt zu lange gebraucht. Treibstoffall abgestürzt. So, hier haben wir noch den Überrest vom Spucker. Das ist eine normale Quelle, okay. Und vorher war die hier oben, war rein. Mal gucken, ob die das auch immer noch ist. Das wäre auf jeden Fall gut. Ne? Rein. Rein, rein, rein. Rein ist fein. Gut. Ich bleib mal gerade hier stehen. Wir machen uns hier mal eine Markierung hin. So. Zweimal Kohle. Es war einmal normal und einmal rein, ne? Rein und normal. So, Unterkategorie. Ich könnte ja auch einfach eine Unterkategorie Erze machen.
Erze, Erze. Ich tu nicht Scherze. So, das ist schwarz. Kohle ist schwarz. Mittlere Reichweite auf dem Kompass. Das würde reichen. Übernehmen. Und dann nehmen wir die hier. Und ändern hier auch um. Das ist die Unterkategorie. Erze. Machen wir da auch rein. Flop. Dann kann ich, wenn ich die nicht sehen will. Ah nee, wenn für gar nicht sehen. Für verstecken müsste ich alle. Ich dachte, ich könnte auch die Unterkategorie, aber nee, das kann ich. Da kann ich zumindest einklappen, dass hier neben die Legende dann übersichtlicher bleibt. Ja, aber das ist ja auch schon gut. Ich dachte sogar, ich könnte jetzt eine Unterkategorie auch sagen, die bitte ausblenden, nicht zeigen. Damit auf der Map auch weniger Markierungen sind. Aber nee, da kann ich nur die Oberkategorie. So, hier, da oben, genau. Hier kamen wir doch irgendwo her. Was war denn das? Ah nee, das ist Kalkstein, den brauchen wir nicht. Und früher waren hier rüber waren auch nochmal Kohlequellen. Sind die noch da? Ja. Da, 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 da. Oh. Jupp, geh weg, ist gefährlich hier. Ah, lauf doch nicht weg, wenn ich schieße. So, bleiben sie monatelang an einem Fleck stehen. Aber dann, wenn du schießt. Ah, da war der andere. Dann rennen sie weg. So, was haben wir hier? Unrein. Und auch unrein. Ja, stellen wir uns in die Mitte, machen uns auch hier wieder eine Markierung. Zweimal Kohle. Unrein. Erze. Kohle ist eine schwarze Markierung und ja, aber unrein reicht ja auch, wenn sie im Kompass in der Nähe angezeigt wird. So, also hier hinten rein und normal, ja, das ist das, was wir anzeigen mit oder was wir einstellen, dass es eben oben im Kompass dann angezeigt wird oder nicht und auf welche Entfernung eben. Wollen wir es immer, egal wo wir auf der Map sind, sehen. Das macht Sinn bei Stationen, wo wir zum Beispiel hinlaufen, hinfahren oder wie auch immer müssen. Oder sowas hier wie die Erze, das brauchen wir nicht jetzt überall auf der Karte zu sehen. Das reicht ja in der näheren Umgebung, weil, ja, wenn das zu weit weg ist, ist es für die Stelle, wo wir gerade sind, dann sowieso uninteressant. Da wäre der Weg zu weit. Was immer noch nice wäre, wäre irgendwo mal noch ein bisschen Sam zu finden. Da hinten haben wir noch eine Mercer's 4. Oh, die ist aber auch von Fliegen bewacht. Und nochmal Kriterium. Gut, das wäre schon mal weg. Bong, gut.
Die sind erledigt. Dann muss ich ja eh noch was bauen, um da hinzukommen. Das heißt, bis wir das gebaut haben, sind die vielleicht dann sogar schon despawned. So. Da werden wir... Gehen wir rüber und dann müssen wir aber auch noch mal ein bisschen in die Höhe. So in etwa vielleicht. Und dann da oben weiter rüber. Das heißt, das hier kann schon wieder weg. Das war zu viel gebaut. Da kommt dann eher hier oben noch was dran. Oh, Quarz! Quarz! Boah! Wir haben inzwischen 100 Rohquarz einstecken. Also... Dieser kleine Ausflug hier, der hat sich definitiv gelohnt, hey. Nice. Und hier jetzt das Kupfer, das lasse ich. Das ist mal gerade wurscht. So. Zack, zack. Und eine weitere Mörser-Sphäre. Das Bild nicht kribbeln ohne Schläfen. Okay, okay. Was auch immer du uns damit sagen möchtest. Na, ich dachte, ich komme hier oben drauf, aber nee. Fallschirm ist zu schnell an Höhe verloren. So, da oben wäre noch eine Snacke. Die könnte man ja vielleicht noch mitnehmen. Kann ich hier hochhüpfen oder muss ich bauen? Ne, das sieht so aus, als könnten wir hüpfen. Ohne die Sprungstelzen wäre es vielleicht nicht gegangen, aber so geht es. Wow, ich habe die Hälfte meiner Munition schon fast verballert. Wobei die Hälfte von dieser Hälfte natürlich, ja, woanders gelandet ist als im Ziel. Weil ich so super wunderbar treffsicher bin. Da oben sind zwei Spucker. Da geht auch irgendwie wohl ein Weg nach oben. Aber der ist hier noch mit so Sprengdingern. So Sprengklöppen. Wobei, guck mal, wir selber können nebendran vorbeilaufen. Aber ist es wirklich ein Weg nach oben? Das sah hinten sehr versperrt aus. Wir nehmen uns hier mal noch das Schwefel mit. Ich überlege auch gerade, hätte ich mir vielleicht noch ein bisschen Kohle mitnehmen sollen? Ich weiß, wir haben ein bisschen Kohle in der Kiste schon drin. Ich weiß nicht mehr, wie viel. Aber hier... Nee, also hier ist auf jeden Fall irgendwas zum Einsammeln unter den Kloppern drunter, aber hier geht es nicht weiter. Vielleicht geht es sogar ein bisschen Höhle runter. Das könnte natürlich auch noch sein. Aber man hört hier auch, hier ist ein Summer Loop oder eine Mörser Sphäre drunter. Da hinten, da ist auch noch mal eine Festplatte, die ist aber auch stark bewacht. Da hätte ich gerne vorher noch mal deutlich bessere Waffen. Und ja, also man sieht, ich mag die Pistole, weil man muss halt nicht so nah ran. Schön war den hier. Aber warte mal. Hier wird gar nichts angezeigt.
Früher waren hier drüben nämlich immer, ich weiß ganz früher waren da zwei große Spucker. Später war irgendwann ab irgendeinem Update nur noch einer da. Jetzt sehe ich da gar keinen mehr rumlungern. Ah, doch, wir waren nur nicht nah genug dran. Jetzt sind sie da. Okay, jetzt ist es inzwischen ein kleiner und ein großer. Mit der Pistole darüber schießen, zu unpräzise, zu weit. Deswegen, das machen wir dann ein andermal. Wäre zwar schön, mal noch eine weitere Festplatte. Aber generell, uns reicht auch eine nicht. Wir brauchen viele mehr. Aber hier geht es gar nicht irgendwo weiter. Okay. Hier war früher auch nicht das, das Wasser so weit. So. Kleine Wutz ist schon mal hin. Große Wutz schon mal ein bisschen angeschlagen. Vier. Fünf Treffer braucht eine große Wutz. Okay. Das ist vier. Gehört jetzt mir. Das ist jetzt mein. Das finde ich fein. Den haben wir schon mal. Dich haben wir auch. So, das da noch. Ja, wenigstens keine neuen mehr raus. Oh, deswegen war das so gut bewacht. Hier ist eine Summer Sloop und wir haben aber gerade keinen Platz. Da werden wir uns von irgendeinem Erz verabschieden müssen. Das nehmen wir mit. Dann lassen wir lieber Eisenerz hier. Also was heißt du hier? Wir löschen's. So. Oh, hier ist auch nochmal Schwefel. Sofern müssen wir noch Platz haben, noch mitnehmen können. Nehmen wir noch mit. Sehr schön. Würde ich sagen, so langsam aber sicher könnten wir dann auch die Heimreise angehen. Kann ich denn blaue Snacken noch mitnehmen? Können wir. Dann nehmen wir die noch mit. Und wenn wir die Karte aufmachen, wir sehen, also vorher waren wir ja hier in dem Bereich. Hier ist, wo wir unser Turbodraht machen, das Katerium. Also wir sind jetzt hier schon ein klein bisschen rumgekommen. Es ist im Vergleich zur kompletten Karte natürlich immer noch nichts, aber immerhin. Kleinen Rundflug schon mal gemacht. Es ist auch so, wenn ihr am Anfang, das haben viele in der Early Access oft am Anfang nicht verstanden. Wenn ihr beim Spielbeginn gefragt werdet, wo ihr starten wollt, das sind nicht verschiedene Maps, sondern das ist vier verschiedene Punkte auf dieser Map.
Das heißt, wir können, und da gibt es sogar eine Errungenschaft für, wir können zu den anderen Spawnpunkten hinlaufen. Und wenn wir alle Spawnpunkte mal in einem Spielstand erreicht haben, da soll es wohl eine Errungenschaft geben. Zumindest habe ich das so verstanden in der Vorschau. Weiß auch gar nicht, wie viele Errungenschaften ich jetzt gerade schon habe. So ein paar sind's. Ich glaube, so etwa die Hälfte der Errungenschaften habe ich. Ein paar sollten wir relativ fix dann auch noch hinbekommen. Und ein paar, ja, werden noch ein bisschen länger dauern. Also hier Phase 2, Phase 3, Phase 4 abschließen. Das sind so Sachen, da werden wir noch einen Moment lang dran knabbern. Aber es gibt zum Beispiel auch eine für 5 Kilometer Band legen. Und ja, die ersten Meter haben wir ja schon. Bis 5 Kilometer dauert natürlich auch noch einen kleinen Moment. Aber das geht, wenn wir dann anfangen, unser Lager zu bauen, denke ich, relativ schnell. Dinge sind je nachdem. Aber das war ja auch so geplant, dass die so ein bisschen getarnt sind. Ah, hier kann ich nicht mehr. Genau. Das ist teilweise schon ganz schön fies. So, da hinten ist unsere Base. Machen wir jetzt so viel Strecke wie geht mit dem Fallschirm. Dann noch ein paar Hüpfsprünge und ja, dann können wir in der nächsten Folge auf jeden Fall schon wieder ein bisschen an der MAM erforschen, uns noch ein paar richtig nice Sachen rausgeben. Und ja, dann können wir so langsam vielleicht anfangen, unsere Rotorfabrik ein klein bisschen umzubauen, sodass intelligente Beschichtung dann auch mal wieder weitergeht. Und ja, dann natürlich, wie gesagt, ich will ja in Richtung Lager. Da müssen wir dann auch was machen. So, das kann weg, das kann weg. Schwefel brauchen wir erstmal. Das brauchen wir auch alles. Hier Holz und Blätter, das kann hier oben rein. Wie sieht es hier eigentlich aus? Sehr gut sieht es da aus. Gefällt mir, gefällt mir. So, und dann gehen wir gerade noch bei die Dogos. Hallo. Oh, nochmal hier schwere modulare Rahmen. Und ja, Quarzkristalle, auch geil. Auch sehr, sehr gut. Ja, und dann würde ich sagen, ich, obwohl, viel herstellen an Schrauben könnte ich jetzt gar nicht. Aber wir können zumindest hier nochmal die Taschen voll machen. Legen hier oben nochmal ein klein bisschen nach, weil hier, der blinkt schon wieder gelb. Der hat nichts zu tun. Kriegt der hier nochmal ein bisschen was, so. Und die anderen kriegen die Rotor-Erzeuger. Ach hier, die Mam hatte ich übrigens zwischen den Folgen auch noch umgefärbt. Das hatte ich euch noch gar nicht gezeigt, erwähnt gehabt. Aber jetzt wisst ihr es. So, und hier, wie ja vorher gesagt, die unbenutzten Farbfelder alle erstmal schwarz. Und wenn wir sie brauchen, stellen wir die Farbe ein. Alles, was eine Farbe hat, wissen wir, okay, das ist auch schon irgendwo in Verwendung. So, und mal so. Ich meine, es war zwischendrin mal knapp. 8 Tage jetzt schon, ohne Vorfall, ohne dass wir gestorben sind. Ja, auf jeden Fall schon mal nicht verkehrt. Bevor wir weitermachen, müssen wir erstmal warten, bis das Update fertig ist. Gut,
Aber die Folge ist ja auch lang genug. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Nicht vergessen hier Daumen, Kommentar, Abo und was ihr sonst noch so findet, was ihr machen könnt. Und ja, dann einen schönen restlichen Tag. Schaut gerne auch in meinen anderen Videos rein. Und ja, dann bin ich jetzt weg, bevor ich mich noch mehr verhasple. Ciao, ciao.